Na bitte! Sehr gut, sehr gut. Damit kommen unsere drei Freunde dann auch weg von da und wir stellen fest, es gibt noch mehr auf dieser Insel. Kann ich schneller fahren? Das dauert ja ewig. Marigita. Oh, unsere gute Dame ist wieder wach und ihre Augen zittern immer noch lustig. Ist peligroso. Sie hatten einen Unfall. Sie sind jetzt in Sicherheit. Alles wird gut. Wir bringen sie zum... Bastardo! Morirás por tus pecados. Ganz ruhig. Was ist los? Sie ist im Delirium. Sie halluziniert bestimmt. Mariquita! Angelito mio. Sie sagte, ich sei ihr... Englischen, ja. Das war jetzt nicht so schwer zu übersetzen. No sabes cuánto he esperado. Jess, rede weiter mit ihr. Sag ihr, sie muss sich entspannen. Erholen. Mein Spanisch ist nicht so gut. Du kannst das, Liebes. Sag ihr, sie muss sich ausruhen. Mariquita, ¿qué pasa, mi amor? Esperado ist doch, glaube ich, die Hoffnung, oder? Okay. Joghurt? Was? Joghurt? Tio? Joghurt Tio el Usted. Okay, ich habe keine Ahnung. Was soll ich ihr sagen? Ich habe es schon wieder vergessen. Usted? Ja, das ist ja sehr toll. Necesita. Das klingt wie necessary im Englischen. Wie gesagt, ich habe kein Spanisch, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ansonsten, oh dear. Was soll ich denn sagen? Ich hab's gerade irgendwie verpeilt. Ja. Sagen wir mal das hier. Das klingt toll. La Resta und La Pis, La Biblioteca, El Descano. Ich weiß es nicht. Das klingt lustig, nehmen wir das. El Descanso? Usted odia el Descanso. Oh, sie hasst Ruhe. Pena odia. El odio fatiga. Sekunde, ich habe das nicht richtig gesagt. Ach, scheiße, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Tio! Sie brauchen Ruhe bestimmt, oder? Evita. Probieren wir uns mal durch. Ich nehme an, Descano war schon gar nicht so schlecht. El Descanso? Tio Evita El Descanso. Okay. Encontraron a Manolo? Ups. War ja fast das Richtige. Machen wir mal Joghurt. Necessita. Necessita. Wir werden schon auf das richtige treffen irgendwann. Yogur necesita el descanso. Das heißt wirklich Joghurt, ich werde bescheuert. Sag ihr, sie braucht Ruhe. Ja, geklappt. Okay, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht, dass sie Ruhe braucht. Da haben wir es uns ja richtig erarbeitet. Okay. Necessita war richtig, oder? Necessita. Gut. Das müsste ja jetzt stimmen eigentlich. Nein. Oder? Ich glaube, das nee, sie. Ach, das sie, das erste, was ich hatte hier. Usted war das gewesen. Ah, Usted ist dann bestimmt du. Was war's? Necessita? Necessita. Descanso. El descanso? Usted necesita el descanso. El descanso? Sí. Richtig? Richtig? Sí. Richtig! Ja! Spanischmeister! Ich dachte, du hättest nur Einsen im Spanisch. Naja, ich habe etwas abgerundet. Entschuldigung. Sommer! Stänker mal nicht rum hier. Ich bin toll im Spanisch. Ich habe nach 70 Versuchen einen Satz rausgekriegt. Hey, da! Hier müssen wir raus. Das Besucherzentrum, Freunde. Wer kennt es nicht? Jeder, der den Film nicht gesehen hat, wahrscheinlich. Das war unsere Tour. Vergessen Sie nicht, im Souvenirgeschäft. Natürlich! Gehen wir. Oh ja. Und wer kennt nicht die Szene, in der der T-Rex im Besucherzentrum sich austobt? Oh, ein Hubschrauber! Na, da sind wir doch mal gespannt. Hey, kann uns jemand helfen? So, schauen wir uns mal um. Oh, das sieht irgendwie so aus, als ob hier schon jemand sich ausgetobt hätte. Das Skelett in der Mitte steht schon nicht mehr. Ja, auf dem Boot sind auf jeden Fall welche. Denn die meisten sind ja evakuiert worden. Das Boot hat noch nicht alle zurückgebracht. Wahrscheinlich wegen des Sturms. So, sehen wir uns mal oben erstmal hier. Hä? Gucken wir mal. Was ist das denn? Soll das Blut darstellen? Ach, Jesse. Bleib doch bei unserer Patientin. Ah.
Ich werde mich noch ein bisschen umsehen. Das war kein Knochenfuß. Okay, okay, aber warum redest du so? Jemand will uns kontaktieren, oder? Das ist ein richtiger abgetrennter Fuß. Moment, ich werde das zurückverfolgen. Tagebuchfreischaltung, wunderbarst. Okay, wo müssen wir hin? Ich weiß es nicht. Ah, wir können den Ort wechseln. Wir gucken uns aber erstmal hier um. Ist nichts. Mensch, kein Funkgerät auf dem Felsen. Das ist ja schade. Sicher, glaube am zweiten C. Ach du Kacke. Was zur Hölle ist hier passiert? Sichelklaue am zweiten C, Velociraptor, wunderbar. Kennt man auch aus dem Film. Waren die besten Freunde der Filmprotagonisten. Oh, wir haben ja einiges an Zielen. Ja, gucken wir uns mal um. Hier sind wir jetzt gerade, oder? Gucken wir erstmal hier. So, was haben wir da? Jurassic Park Kisten. Ja, das Skelett ist umgefallen. Das solltest du auch schon eher mitgekriegt haben. Bessere Tage gesehen, hm? Hehe, lustig. Das war Chaos. Toll, ansonsten gibt's aber auch nichts, wie es aussieht. Hm, doch, hier hinten. Auf dem Bild sehen sie so harmlos aus. Ja, auf den Bildern ist immer alles ganz schön. Auf den Bildern und auch in Filmen sind sie ja, und auch hier im Spiel natürlich, sind sie ja auch federlos. Normalerweise sind Velociraptoren ja, also hat man herausgefunden, dass sie gar nicht federlos waren. Die hatten durchaus Federn gehabt und waren, glaube ich, auch ein ganzes Stück kleiner, als sie hier dargestellt werden. Auch der T-Rex ist eigentlich kleiner, als er hier dargestellt wird, glaube ich. Der ist, glaube ich, bloß 2-3 Meter groß geworden oder so. Also gar nicht so groß eigentlich. So, was nehmen wir denn mal hier? Gehen wir mal zu den Kisten. Ist das der zweite Stock? Ah ja, sehr gut. Was haben wir denn da? So, ist das hier? Nee, das ist kein Funkgerät. Das ist einfach nur ein... Doch, aha. Was ist passiert? Moment mal. Total im Eimer. Ist da ein Funkgerät versteckt? Hier ist ein Funkgerät. Aha. Kann ich helfen? Da ist es. Mit dem richtigen Kanal? Das weiß ich doch nicht. Maus bewegen, den richtigen Punkt zu finden, zum bestätigen klicken. Ja, wunderbar. Das ist ja ganz toll. So, haben wir das schon mal? Oh, das ist einfach. Supi. Hallo, hier ist Jerry Harvey. Jerry, alles klar. Jerry. Ich weiß, wer Sie sind. Hier ist Laura Sorkin. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Fahrt. Dr. Sorkin, Sie sind noch auf der Insel? Wir sitzen im Feldlabor fest. Die Straße ist unterspült und die Telefone sind tot. Und was ist mit Ihnen? Ja, wir sind freiwillig geblieben. Wir hatten Spaß gehabt. Hier entkommt der T-Rex erstmal. Das ist wichtig. Es ist ein Glück, dass meine Tochter und ich noch leben. Wissen Sie, was los ist? Die Sicherheitssysteme sind zusammengebrochen. Da bricht im Park natürlich das Chaos aus. Scheint, als hätte Hammond schon evakuiert. Ich denke mal, er wollte uns nicht zurücklassen. Nein, natürlich nicht. Ich versuche, auf dem Festland anzurufen. Die sollen uns einen Helikopter schicken. Ich habe hier eine sehr kranke Frau. Scheinbar wurde sie gebissen, aber ich weiß nicht wovon. Auf jeden Fall etwas Hochtoxisches und... Toxisch? Ausgefranste Wundränder? Heterodonte Bissspur, etwa 20 cm Kieferbreite? Ja, genau so ist es. Was ist mit Ihren Augen? Farbloses Klera? Obsoklon? Ja, richtig. Genau so sieht es aus. Ihnen bleibt nicht viel Zeit. Sie wird mit Sicherheit Krampfanfälle bekommen und nicht wieder zurückkommen. Haben Sie Carfentanyl? Was? Carfentanyl? Keine Ahnung, was Carfentanyl ist. Wir haben natürlich keins. Nein, außerdem, wozu sollte das... Ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen. Ein Viertel Milliliter reicht, wenn sie klein ist, weniger. Dr. Sorkin, bei allem Respekt, aber diese Dosis würde sie töten. Dr. Harding, Sie müssen mir vertrauen. Sie brauchen ein starkes Beruhigungsmittel gegen die Toxine und zwar schnell, wenn Sie überleben wollen. Na gut, okay, vielleicht im Labor. Nein, stopp, die Betäubungspfeile für das Gewehr. Aha. Das ist eine Etorphinmischung. Das könnte klappen. Geben Sie ihr das so schnell wie möglich. Bleiben Sie so lange bei ihr. Wenn das Zittern beginnt, müssen Sie sie ruhig halten. Mhm. Ist das nicht gefährlich? Wenn normalerweise jemand einen Anfall... Bitte befolgen Sie bloß meine Anweisungen. Ihr Leben hängt davon ab. Rufen Sie mich auf diesem Kanal, nachdem Sie ihr das Beruhigungsmittel verabreicht haben. Das genügt. Ich brauche einen Ort, an dem ich sie behandeln kann. Und ich brauche... Betäubungspfeile. Ich hab's gehört. Sie sind im Auto. Ich hol sie. Eine ganz tolle Idee. Wenn du etwas siehst oder hörst, geh kein Risiko ein. Komm einfach sofort zurück. Keine Angst. Das mache ich. Super Idee.
Betäubungspfeile der zu geben, die von der Dosis her einen Dinosaurier, der ja Tonnen wiegt, lahmlegen können. Das ist super. Hier, zack. Oh, daneben getippt. So ein Ärger. Aber hier ist ja sowieso niemand, von daher passt das schon. Oha, niemand, ne? So viel zu dem Thema. Das sieht nach unserem Freund dem T-Rex aus. Oha, ja. Ehehehe. Ich freue mich ja so. So, was können wir machen? Hallo? Ah ja. Supi, was haben wir da noch Lust zu? Ah, das Gewehr, das ist gut. Ah. Los, Beeilung, Mensch. Das Gewehr hättest du ruhig mitnehmen können, finde ich. Na los, schneller, schneller, schneller. Das Besucherzentrum abgeschlossen, sehr gut. Geh rein! Ach, Mädel. Dad, wo bist du? Jesse, raus! Jetzt! Was? Raus? Super. Großes Kino. Ganz großes Kino. Hoch mit dir, los! Von einer Hetze in die nächste hier, ist ja schlimm. Nicht bewegen, Jesse. Schlechter Tipp. Ich kann dich nur sehen, wenn du dich bewegst. Hier hoch. Drauf da. Sehr gut. Hat geklappt. Sehr gut, Liebling. Na klar, immer noch. Versteck dich einfach. Nein. Wird immer lustiger. Haben wir nicht schon genug Probleme? Der Zustand wird immer schlechter. Ich brauche diese Pfeile. Mhm. Oh ja, große Idee. Nee. Willst du spielen, mein Kleiner? Nicht mehr lange durch, oder? Oh, ganz uncool. Lauf. Ja, die Tür ist offen. Und jetzt? Okay, Ortswechsel? Nein, kein Ortswechsel? Ah doch, vielleicht müssen wir den erstmal ablenken. Aber gucken wir uns erstmal die Dame an. Die sieht überhaupt nicht gut aus. Kiste? Ahaha. Na komm, schieb, 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 schieb. Oh gut, sehr gut. Ich brauche eine bessere Idee, so funktioniert das nicht. Aber das war nicht ganz der richtige Ort. Ja, das hast du sehr toll erkannt. Ich will mal gucken, was ist das denn hier? Das können wir nicht anwählen, schade. Hier drüben ist auch nichts, aber wir scheinen so viel Zeit zu haben, wie wir wollen, offenbar. Dr. Sorkin, wir brauchen Ihre Hilfe. Haben Sie ihr die Injektion gegeben? Noch nicht, aber... Ich verliere Ihr Signal. Versuchen Sie mich in ein paar Minuten... Verdammt. Doll. Nix hat man hier als Unterstützung. Was gibt's denn hier noch? Ach so. Dinosaurier? Hey, haben wir genug von. Ich kann euch nicht hören. Ja! Unser T-Rex freut sich auch drüber. Gut, dann, ja, was machen wir denn da? Hey, du! Hey, du! Hier oben! Genau hier! Kuckuck! Ah, schlecht. Funktioniert nicht, wunderbar. Ganz große Klasse. Was haben wir noch? Halten Sie doch. Warum könnt ihr das nicht übersetzen als Frau? Na gut, ach, Quatschen ist doof, bringt nichts. Sei vorsichtig, ist auch sinnlos. Okay, das Gequatsche ist also alles nutzlos. Gehen wir nochmal runter zu Jess. Schnell hier rüber. Lauf! Okay. Können wir hier rüber? Lauf schneller!